Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Minecraft. Ich muss schon sagen, was war das für ein verrückter Stream? Wir wollten eigentlich nur ganz kurz mal gucken auf dem Weg in den Dschungel. Und dann, ja, geplant war, dass wir da bloß irgendwie kurz ein Netherportal hinsetzen, vielleicht eine kleine Bude. Dann waren wir da und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich habe kein Obsidian mit. Also wir sind hier im Dschungel auf einem Baum. Ich hatte kein Obsidian mit und jetzt sind wir leider so ein bisschen gezwungen, eine Zeit lang hier zu bleiben, weil ich, ich möchte nicht in der Oberwelt zurücklaufen. Das war wirklich weit. Das würde ich gern im Nether machen, um dann da auch gleich eine Bahn anzuknüpfen. Klar. Ja, das Häuschen ist, wie ich finde, eigentlich wirklich relativ hübsch geworden. Jetzt ist bloß blöd, dass es gerade gewittert. Wobei, nee, da kann ich ja schlafen. So. Ich möchte den Dschungel natürlich bei gutem Wetter und bisschen trockener genießen. Ja, das ist schon wirklich schön hier. Bis wir hier an Obsidian kommen, müssen wir uns wohl erst mal ein bisschen heimisch machen. Wir haben zwar alles dabei, wir haben auch genug Essen irgendwo. Ich brauche Schilder. Hier haben wir ein bisschen Essen. Wir haben auch noch ein bisschen was auf Tasche. Aber ich würde hier trotzdem gerne auch Felder anpflanzen, dass wir hier gerade einfach mal so eine Außenbasis haben. Vielleicht bleiben wir auch einfach mal ein paar Tage da. Okay. Das war nicht cool. Warum ist der Creeper in die Luft gegangen? Bestimmt wegen dem Skelett. Ja, ich wollte hier sowieso aufräumen. Komm doch. Ich erinnere mich, wir haben hier hinten, da wollen wir nochmal einen großen Baum wachsen lassen. Hier habe ich bloß zwischendurch Knochenmehl gemacht. Und da unten hatte ich, glaube ich, sogar schon vorbereitet für Felder. Da hatte ich schon so ein bisschen Bäumchen gefällt. Also auch hier, wo eben der Creeper gestorben ist. Und ich überlege hier nicht unbedingt so strukturierte Felder anzulegen, sondern auch einfach so ein bisschen auf schön. Also nicht gerade auf Ertrag unbedingt ausgelegt. Dann würde ich nämlich tatsächlich hier schon so anfangen und das stufenweise machen. Komm doch. Komm doch. So. Dann brauchen wir aber relativ viel Erde hier. Das Laub muss auf jeden Fall noch weg. Den Baum müssen wir jetzt natürlich wieder reparieren. Wobei ich das vielleicht sogar ein bisschen anders mache. Wir können ja da unten so eine Art kleine Grotte lassen. Ich muss ja auch hier ordentlich rankommen dann. Die Ranken müssen jetzt erstmal wachsen. Dann brauchen wir hier ein bisschen Platz für einen Weg, der dort hinunter führt. Und am Wegesrand hätte ich gesagt, setzen wir dann so ein paar kleine Felder an. So, ich helfe dem Laub hier mal kurz so ein kleines bisschen nach. Zumindest da, wo es stört. Also überall, klar. So. Auf jeden Fall möchte ich immer nur mit den halben Stufen arbeiten. Deshalb brauchen wir immer mindestens diese Zweierbreite. Und hier kann ich ja dafür ein bisschen Erde wegklatschen. Und hier unten kann ich dann auch noch anpassen. Wobei dann eigentlich eher erst hier hinten. Warum mache ich das eigentlich mit der Hand? Ich habe keine Schaufel. Den Berg hier, würde ich sagen, tragen wir einfach nach und nach ab. Weil wir Erde brauchen und nicht den Berg. Dann können wir von unten auch gleich die Bäumchen da drin fällen. Dann hat sich das mit dem Laub auch bald erledigt. Was will man denn mehr? Ein bisschen Laub darf auch gerne bleiben hier. Das gehört nämlich, denke ich, zu einem Baum. Wobei man, eigentlich könnte man daraus wie so einen grünen Torbogen machen.
Wir decken halt die Baumstämme teilweise noch so ein bisschen ein. Ein paar werden wir wahrscheinlich trotzdem rausmachen müssen. Oder halt einfach umsetzen, damit man die nicht so sieht. Dass das einfach nur sichtbar Laub ist. Das wäre, glaube ich, ganz hübsch. Dann gehen wir hier runter und bauen hier unten praktisch wie so eine Art kleinen Hafen. Vielleicht bleiben wir doch länger im Dschungel als gedacht. Ich freue mich jedenfalls gerade so ein bisschen mit diesem Gedanken an. So. Hier die Löcher, die stopfe ich schon mal. Da können wir ein bisschen flicken. Und dann müssen wir hier oben erstmal praktisch so ein bisschen einen Weg schaffen. Die mache ich noch mit zu. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal so eine Zweierstufe. Das ist in Ordnung. Vierer wäre natürlich auch echt schön. Würde mir wahrscheinlich sogar noch besser gefallen. Weil man das dann so ein bisschen langziehen kann und eben auch trotzdem ein bisschen mehr Felder hätte. Ich brauche aber gleich auch Stufen, um trotzdem die Erde mehr so dem Weg anzupassen. Ah, ich habe keine Schere dabei. Habe ich irgendwas mit Behutsamkeit? Dann müsste ich doch mit einer Schaufel... Okay, nein. Mist. Ja, dann eben so. Ich hole mir eben ein paar Stufen. Weil dann können wir den Weg gleich mitziehen und daran ein bisschen die Erde anpassen, dass wir das nicht überall machen, wenn wir es vielleicht gar nicht unbedingt brauchen. So, dann brauchen wir natürlich trotzdem auch Bretter. Die Knochen lasse ich jetzt mal hier. Da sammeln wir mal ein bisschen, damit wir die Bäume ein bisschen schneller wachsen lassen können. So, auf jeden Fall wäre hier so der Weg. Hier würde ich es dann immer so ein bisschen schräg versetzen. Das passt mal einfach an, indem wir hier noch so ein bisschen an den Seiten was mit dran klatschen. Dann dürfte das, glaube ich, auch ja, noch was ausschauen. So, dann hier. Hier bräuchte man praktisch nochmal den. Haben wir zwar auf der Seite relativ wenig Feld, aber hier, da können wir so ein bisschen entlang ziehen. Vielleicht gehen wir einfach noch ein bisschen steiler jetzt, dass wir wirklich so gehen. Also wir gehen jetzt richtig steil. Das hat sich noch dümmer angehört, als es sich vorher bei dem Gedanken daran angehört hat. Also wir könnten jedenfalls den Bogen noch so ein bisschen mehr reinziehen. Dann könnten wir da vielleicht noch das ein oder andere Feld hinsetzen. Vielleicht machen wir da auch einfach so kleine random Melonenfelder. Einfach weil wir hier Melone haben. Und die kann man ja auch essen. Bringt zwar nicht viel, aber es funktioniert. So, gut, ich mache erst den Weg. Wäre ja praktisch. So. Wobei, nee, ich glaube, hier kriegen wir dann noch genug Felder hin. Ich bleibe in diesem Rhythmus. So. Dann hier noch eine halbe Stufe. Ich fülle jetzt einfach dann jedes Mal darunter auf. Das scheint mir irgendwie so ein bisschen leichter zu fallen dann. Hier ist ja praktisch. Hier ist ja dann praktisch wieder die normale Stufe drauf. Ich hoffe, unsere Erde reicht. Wenigstens mal für die Treppe. So, dann setzen wir mal die Stüfchen. Hier kommt noch ein ganzer. Okay, das wird sich, glaube ich, sehr lange ziehen, bis wir hier unten sind. Aber es macht nichts, dann gehen wir da vorne einfach irgendwie in zwei verschiedene Richtungen.
Okay. Nee, gut, wir haben noch ein bisschen. Bisschen was haben wir noch, das dürfte fürs erste Mal reichen. So, ich mache das jetzt einfach mal nach Gefühl, so müsste es, glaube ich, passen. So, hier ist nochmal eine Stufe. Da ein ganzer Block, ganzer Block, ganzer Block. Okay, hier brauche ich nochmal ein bisschen höher. Dann können wir hier die Stufen setzen. Dann sind wir eigentlich schon so gut wie unten. Das passt doch ganz gut. So. 1, 2, beziehungsweise eigentlich 1, 2, 3. Ich denke auch, dass unsere Stufen hierfür völlig ausreichen werden. Und der Rest vom Schützenfest. Ja, dann kann man hier einen Weg machen durch diesen Bogen und hier halt in den Dschungel hinein. Ich fülle jetzt noch, solange nicht akut Nacht ist, ein bisschen auf. Wobei sich das auch gleich erledigt hat. Es wird nämlich sehr schnell sehr dunkel. Und das werden dann eben später alles Felder. Da müssen wir dann die ein oder andere Stelle auch nochmal aufbuddeln für Wasser. Aber so wird es eben am Ende aussehen. So, dann haben wir sogar eine Seite schon komplett fertig aufgefüllt. Da kann ich ganz beruhigt schlafen gehen. Und danach machen wir einfach die andere Seite noch so ein bisschen angepasst. Dann können wir uns langsam ans Pflanzen machen. Okay, Creeper Action. Ich sollte hier unten auch mal ein paar Fackeln setzen. Damit wir hier nicht jedes Mal Besuch bekommen. Auch ein Bogen wäre jetzt tatsächlich sehr schön. Ich habe nämlich auch keinen Bock, dass sie mir dann hier irgendwie meine Wege zerstören. So. Wir füllen weiter auf. Am besten mache ich das aber wieder von unten, das ist irgendwie einfacher. So. Mit dem Schwert gehen die schon ganz gut. Wo? Okay, irgendwo da. So. Wieder Knochen für unsere Bäumchen. So, wir müssen dann bald den Berg weiter abtragen. Wir haben, glaube ich, dann nach keine Erde mehr. Hier werden wir natürlich noch extrem in die Breite müssen, um das halbwegs hübsch noch auszubessern. So. Ja, und das war's dann auch schon mit der Erde. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir oben sogar noch ein bisschen was. Ich würde aber der Einfachheit halber, wobei jetzt den Berg noch abtragen wäre blöd. So würde ich ihn ja gerne lassen. Ich würde sogar die Felsen hier unten eigentlich ganz gerne lassen. Gut, die eine Erde hier oben, die kann weg. Die macht ja keinen Sinn. Aber ich will ja gar nicht so viel terraformen. Ich möchte das schon möglichst natürlich behalten.
Sand brauchen wir gerade halt auch nicht. Ja, schwierig. So, essen sollte ich auch langsam mal. Das schaut gar nicht mal mehr so gut aus. Und hier ist halt gefährlich, es ist immer dunkel. Also auch tagsüber können hier die freundlichsten Kreaturen lauern. Oh, und ich habe sogar Körner dabei. Geil. Noch ein grüner Papagei. Guck mal. Schau mal. Ja, Mann. Ich will aber noch so einen blauen. Wollen wir vielleicht hier einfach die Insel so ein bisschen roden? Grüß Gott. Tag, der Herr. Weil dann können wir das hier noch ein bisschen so für Hafen nutzen. Vielleicht bauen wir so eine komplette Hafenstadt. Das wäre natürlich auch echt cool. Ich meine, ich bin ja auch für meinen Größenwahn bekannt. Es ist also gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass das passieren könnte. So, erstmal hier ein bisschen Holz weg. Wisst ihr, weil wir kommen ja sowieso hier runter. Machen wir die Insel einfach weg. Bisschen flacheres Wasser. Oh, wie schön. Dann können wir da spaßeshalber vielleicht auch noch so ein kleines Schiff reinsetzen oder so. Oh, du bist so süß. Ich würde mir zwar persönlich niemals einen Vogel holen, ist absolut nicht meins, aber so im Spiel ist das schon echt was Geiles. So, ich mache hier gleich mal ein paar Grasblöcke mit. Ja, die Erde. Mit solchen Schaufeln macht es halt einfach unheimlich viel Spaß. So, hier hat sich noch ein Hölzelein versteckt. Wir müssen aber auch darauf achten, falls wir keine eigenen Möglichkeiten bekommen, hier unsere Werkzeuge zu reparieren, dass wir spätestens bis dahin zu Hause sein müssen. Um wenigstens halt für die Reparatur zu sorgen. So, ich bringe jetzt erstmal hier alles auf eine Ebene. Dann können wir uns hier immer wieder mal ein bisschen was holen. So. Stein können wir zum Schluss abbauen. Einfach um gerade ein bisschen Inventarplatz zu sparen. Brauchen wir momentan gerade nicht. So, weiter geht's. Wir zerstören die Natur. Yeah. Es gibt doch auch wirklich nichts Schöneres, als einfach ein bisschen durch die Natur zu rennen und alles kaputt zu machen, was man findet. Das ist einfach total befreiend. Man sollte das viel öfter tun. Also natürlich nicht. Das, ja. So, den Sand nehme ich einfach mal mit. Vielleicht bauen wir uns ja auch irgendwann mal irgendwo ein Gewächshaus oder so. Oder wenn wir schon den Hafen haben, vielleicht bauen wir weiter weg auch noch eine Unterwasserbasis. So aus Glas, das wäre auch echt krass, aber dafür müssten wir einige Vorkehrungen treffen. Unter anderem bräuchten wir dafür eigentlich einen Aquisator, damit wir eben ganz normal atmen können. Aber das ist viel Arbeit und sehr viel Sand. Wie viel Erde haben wir jetzt? Ja. Fürs Erste. So, ich gehe da gleich, wenn möglich, durch unseren moosbehangenen Tunnel. Oh, Moosstein wäre vielleicht noch cool.
Da können wir uns drum kümmern. Dann machen wir hier mal ein bisschen weiter. So, hier muss auf jeden Fall dieser Baum vermutlich weichen. Wobei ich das schade fände, weil der sich da schon ganz gut macht. So, das ist alles bloß noch Erde, das ist okay. So. Okay, so würde es ja vom Prinzip passen und jetzt müsste man das hier noch so ein bisschen auslaufen lassen. Also müssten diese Plattformen praktisch ein ganzes Stück größer werden. So die Größe wäre eigentlich okay.